Hier stehen geblieben bei Zelda geht's auch hier weiter, wobei wir da hinten stehen geblieben sind bei dem Tempel, ne? Ich habe euch im Prinzip gerade angelogen. Das tut mir leid. Wir sind hier beim süßen, idyllischen Stall des Waldes. So heißt der, glaube ich, auch einfach Stall des Waldes. Und damit willkommen. Gestern kam leider gar kein Zelda. Da kam ich einfach nicht dazu, Zelda noch irgendwie fertig zu machen. Gestern, ich hatte so viel um die Ohren noch nebenbei und das tut mir sehr leid. Dafür kommen heute wahrscheinlich aber auch zwei Folgen. So, ich habe jetzt letztes Amiibo zwei Stück ausgepackt, zwei Amiibos. Diese habe ich auch benutzt beim Unboxing. Falls ihr das verpasst habt, könnt ihr das gerne mal nachgucken, ne? Ja, das guckt sie an. Und eine Sache, ich weiß nicht, ob das jetzt schon geht, weil die Zeit wahrscheinlich nicht genug dazwischen war. Muss ich mal eben testen bei dem hier. Doch, okay. War lang genug die Zeit. Ich habe gerade den Amiibo benutzt von dem Reiter Link, ne? Denn die Amiibos kann man alle 24 Stunden... Nein, danke. Hi! Die Amiibos kann man alle 24 Stunden erneut benutzen. Das heißt, du musst dir natürlich nicht immer wieder einen neuen Amiibo kaufen für die Sachen. Du kannst alle 24 Stunden den Amiibo erneut einscannen. So, was bekommen wir von dir? Wahrscheinlich das Ritterschwert, wa? Ritterschwert. Was werfe ich denn mal fürs Ritterschwert weg, wenn ich gerade mal... Habe ich gerade zu doof, mein Inventar zu finden? Ah, jetzt. Ja, ich war zu doof. Wir werfen mal diese lustige Keule weg. Die macht zwar mehr Schaden, aber die geht schneller kaputt, meines Erachtens, als das Ritterschwert. Deswegen nehmen wir das Ritterschwert natürlich mit, ne? Das ist ja logisch. Ich habe noch Mega Man. Los, Mega Man. Gib uns irgendwas Tolles. Ja, ein Stück Fleisch. Huhu. Ah ja, Dings wollte ich scannen. Moment, Moment. Der war gerade weiter weg. Ich musste ihn erstmal ranholen. Den Wächter, Amiibo. Ja, ist hier schön runtergeknallt, ne? Antiker Reaktorkern. Ich glaube, die braucht man sogar. Ich glaube, die sind richtig gut. Die antiken Reaktorkerne. Geronimo. Was? Das hat nicht gereicht. Jetzt aber, oder? Wow, das war knapp. Genau neben mir. Genau neben mir. Werden wir jetzt natürlich nicht jede Folge machen. Aber ich wollte einfach mal darauf hinweisen, weil mich auch ein Kommentar darauf hingewiesen hat, dass das natürlich funktioniert. Deswegen wollte ich euch darauf hinweisen. Jo. Offscreen habe ich auch ein bisschen geköchelt. Wir kochen ja auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Hier habe ich ein paar Sachen gekocht und eine Sache wurde nicht so toll. Und ich will mal was testen. Kann ich dem Hund... Kann ich dem... Der guckt voll Hunde an. kann ich dem Hundi Fleisch geben? Ich sollte es auch in die Hand nehmen. Hier. Ja? Hund? Hundi? Dann halt nicht, du Penner. Wirklich undankbar, ne? Er folgt mir! Hey, komm mit, ja! Wir gehen auf Abenteuerreise! Ja, Hundi, ja! Alter, really nice. Oh, wer ist das denn? Alter, ist das Looks Like Link? Marcel, was machst du denn hier im Spiel? Hä? So, Schlawiner. Oh weia, was mache ich nur? Für ein gutes Leben braucht man Geld und Ruhm und beides findet man im Schloss Hyrule. Ich meine, da muss doch was zu holen sein. Da hatten die ganzen Könige und Ritter doch ihre Waffen und Schätze. Aber Monster sind da dummerweise auch nicht zu knapp unterwegs. Mach's einfach. Genau. Wo ich schon diese Informationen wieder gedacht hat. Genau, wo ich schon diese Information habe, muss ich auch was damit machen. Pass auf, im Norden von Schloss Hyrule ist eine Anlegestelle. Und von da kommt man ins Schloss. Außerdem ist da wohl noch ein antiker Schrein. Das riecht doch eindeutig nach Schatz. Aber dann wieder, wie man so hört, ist von Schloss Hyrule wohl noch niemals jemand zurückgekommen. Ich kann mich einfach nicht entscheiden.
Ja, stürzt dich ruhig in den Tod. Will Ballons sehen. Manchmal träume ich etwas, dass ich vor langer Zeit in einem Land in den Wolken gelebt habe. Du, ich möchte mal sehen, wie Ballons in den Himmel fliegen, ganz hoch. Wenn du mir hilfst, gebe ich dir einen Schatz, der mir den Himmel geschenkt hat. Okay. Oh, danke. Gut, dass ich immer so brav war. Mach die Ballons an einem Fass fest und lass es ganz hoch fliegen. Okay, Alter. Junge, kommst du aus Skyward Swords oder was los da? Oh, ein Reisender. Willkommen in unserem Pferdestall. Fühl dich hier ganz wie zu Hause. Wenn du ein Pferd besitzt, kannst du hier seine Ausrüstung ändern. So. Oder seine Mähne umfrisieren. Wir freuen uns auf dich. Okay. Wie kann ich das denn machen? Ich möchte gerne seine Frisur frisieren und so. Wie mache ich das? Hallo? 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 Oh. Ja. Willkommen. Darf es eine Übernachtung sein? Und was ist der Unterschied? Oh. Auf das Luxusbett sind wir hier ganz besonders stolz. Es ist etwas teurer, aber man schläft besser und hat mehr Energie. Ja, komm. Gönnen wir uns eine Mütze Schläf. Bis morgens. Oh. Danke, danke. Schlafen wir mal eine Runde. Muss auch mal sein, ne? Da muss man auch mal... Da, 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 da. Okay, sorry. Oh. Ich musste gerade was wegstellen. Guten Morgen. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Einen schönen Tag noch. Ja, danke, Kish. Du, Kish. Kann ich eigentlich mein Pferd... Oh. Ja, ja. Ich will mein Pferd eigentlich gerne abholen. Ja, Monty natürlich. Hm? Ja, das Ding ist, das steht halt irgendwo in der Pampa. Ach, die bringen... Ah, bei Stellen bringen die mir das Pferd. Oh, wie schön. Oh. Ja, tut mir leid, dass du warten musstest. Ja, echte Frechheit. Da bist du ja wieder, Pferdchen. Auf geht's. Hopp, hopp. La, 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 li, la, li, la, li, lu. Komm, ganz ruhig. Ganz ruhig. Oh, ein Reisender. Ja, Nanu? Was habe ich getan? Da hast du ja ein ein Prachtexemplar. Wenn du willst, kannst du bei uns die Ausrüstung deines Pferdes ändern und seine Mähne umfrisieren. Oh ja, mich interessiert aber nur Pferde, die mit viel Liebe gezähmt wurden. Trifft das in deinem Fall zu? Dieses Pferd scheint dir noch nicht besonders zu vertrauen. Du musst es viel Liebe einreiten, dann gewöhnt es sich an dich. Ist in der Menschenwelt nicht anders, ne? Ne, man muss erstmal... mit viel Liebe eingeritten werden. Okay. So. Blöde Kuhmann, dann hau ich jetzt ab, ne? Ich brauch dich nicht. Sie sieht erstmal, wie ich das Pferd anzünde. Oh mein Gott. Das muss so stumpf für dich sein. Ich reite los und zünde erstmal mich und das Pferd an und ich kuller vom Pferd und oh Gott. Gut. Auf geht's. Ja, der Junge will, dass ich einen Ballon fliegen lasse oder so, aber ich habe gar keinen Ballon. Was soll ich denn dann fliegen lassen? Fragen über Fragen. So, hilf mir doch. Nö. Kannst alleine sehen, wie du zurechtkommst, du Penner. So, Leute haben mir gesagt, ne, ich solle noch nicht dahin gehen auf den Todesberg, da zu dem Titan, weil das da so heiß ist. Da soll ich mich erstmal vorbereiten. Die meinten aber, ich könnte vielleicht zu den anderen gehen. Solle aber natürlich mich auch weiterhin vorbereiten, indem ich Schreine mache und so. Und das werden wir natürlich machen. Ach, du bist so ein Blödmann. Tut mir leid, Mann. Hast du fein gemacht, wie du mich abgeworfen hast. Bin so stolz auf dich.
so ist fein. Ja, komm, gib Gummi. Gib Gummi, gib Gummi. Oh ja, ganz feines Pferd. Oh, ich liebe dich. Ich liebe mein Pferd. Ja, ich muss es ja viel Liebe geben, damit ich mal den Sattel ändern kann. Ich habe nämlich einen cooleren Sattel bekommen. Wer bist du denn? Was? Das Rätselslösung. Hey, wer bist du denn? Zorona. Ich bin ein Rätselforscher und heiße Zorona. Zurzeit bin ich dem rätselhaften Monsterladen auf der Spur. Er erscheint ausschließlich bei Nacht. Und zwar in der Nähe eines Teiches, der die Form eines Totenkopfes haben soll. Soweit die Gerüchte, aber niemand auch nur die geringste Ahnung, wer hinter diesem Monsterladen steckt. Okay. Ein See, der aussieht wie ein Totenkopf. Ist das der vielleicht? Also ich sehe das jetzt gerade nicht. Wahrscheinlich müsste man das von da oben aussehen. Da hinten ist noch ein Schrein. Wie viele Schreine sind denn hier? Liebes Pferd. Du musst jetzt mal eben kurz hier ein Päuschen machen, ne? Denn ich muss darüber schwimmen. Oh, ich hoffe, es klappt. Die Strömung ist nämlich sehr stark. Oh, das war knapp. Was willst du denn? Putzjunge. Ja. Okay, ich wechsle mal die Waffe. Ich will jetzt, wie gesagt, nicht immer meine Waffen direkt alle verbrauchen, ne? Die guten Waffen, aber One-Hit. Ne? Leute meinen auch danke dafür, dass, das mit der Lebensanzeige liegt an meinem Reckengewand. Ein Gewand. Dass den Träger die Stärke von Monstern verrät. Ja, da meinten Leute, das liegt an meinem Reckengewand. Da danke dafür. Also wirklich, die Leute, ich finde das schön, dass Leute so auch manchmal hilfreiche Tipps auf Lager haben. Aber bitte nur nicht spoilern, das wäre schön. Oh, das war mein falscher Pfeil. So, ich wollte mal kurz den Bombenpfeil benutzen, weil... Oh Gott, ich dachte, irgendwie muss ich ja da reinkommen und es brennt. Also glaube ich, wenn es brennt, dann geht's weg. Ja. Gut, gut. Habe ich ja richtig gedacht. Habe ich ja richtig gedacht. Semrat-Schrein. Hallo. Lululu. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. Ah, was uns da wohl für eine Prüfung erwartet? Stasis-Modul plus Bombenfässer. Wenn du einen Bombenfass mit dem Stasis-Modul einfrierst und ihm dann einen Schlag versetzt, explodiert es am Einschlagpunkt. Oh, danke für die Info, Mann. Oh, 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 oh. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Semrat. Im Namen der Göttin Hylia, ne? So, das kann man drehen. Aber was bewegt sich dann? Das ist Wasser. Oh, hallo. Truhe, was hast du in dir? Gib mir deinen Inhalt. Ein Opal. Naja, immerhin. Ein Opal. So. Das Drehen ist ja schon mal Lotte Karotte easy. Aber was passiert, wenn das sich dreht? Ich muss ja irgendwie auf die andere Seite kommen, ne? Das ist ja auch irgendwie easy. So sieht es zumindest aus, dass ich darüber muss. Da ist eine Truhe. Ja. Oh, und jetzt füllt sich das Wasser. Aber da ja auch. Wenn ich jetzt rüberschwimme... Soll ich einfach rüberschwimmen? Wir gucken mal nach. So. Und zwar... Okay, da ist ein Knopf. Da ist ein... Ja, wow. Okay, das war mir irgendwie bewusst. Das hatte ich jetzt schon direkt tatsächlich im Kopf gehabt, dass es so ein Rätsel sein wird. Denn es hieß ja auch der richtige Zeitpunkt oder so. Deswegen... Drehen wir nochmal erneut. Und Aldi Rob!
Schwimm um dein Leben! Los, 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 los! Los, 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 los! Ich presse schwimmen! Oh, perfekt! Perfekt, Junge! So! Jo! Haha! Da, 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 da! Jo! Rätsel gelöst. Aber stopp. Wie komme ich da an die Truhe? Da brauche ich doch wieder Wasser, ne? Dammit. Von hier aus komme ich da nicht ran. Hahaha. Stopp it, stopp it. Man muss mal eben, ich muss mal eben probieren. Ich kann ja auch einfach mal eben kurz gegenballern, ne? Das muss ja, warte, das Wasser, wenn ich drüben bin, ich muss rüber und dann darf das Wasser aber erst abfließen. Nee, das muss dann wieder fließen, wenn ich drüben bin. Das heißt, das muss ich danach erst aktivieren. Aber wie... Oh, Moment, ich habe eine Idee. Der Morgame hat eine Idee, Leute. Hört mal, hört, hört. Der Morgame hat eine Idee, hört, hört. Aua. Ja, gut. Liebes Modul, wäre schön, wenn du hier vernünftig arbeiten könntest. Ich scheitere gerade an den leichtesten Sachen. Das bin ich. That's my life. So. Wow, das war knapp. So. Yo. Okay, okay. Meine Idee ist jetzt, dass wir hier eine Bombe hinlegen. Genau hier. Genau hier. Aber sie bloß nicht jetzt irgendwie aktivieren dürfen. Weil wenn wir die jetzt aktivieren, ist ja unser Plan hinüber. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. So. Jetzt mal eben kurz Energie laden. Und drehen und drehen. So, jetzt dreht sich das. Und Geronimo. Ja, ja, ja. Okay, okay, okay. Stopp, stopp, stopp. So, jetzt müsste das sich wieder aktivieren. Ja, genau. Jetzt müsste das wieder gleich aufgehen, weil das Fass drauf geht. Ja, mein Plan geht auf. Mann, ich bin so aufgeregt. Mann, und jetzt müsste das wieder... Ja. Leute, mein Plan ging auf. Mein Plan. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ja, ja. Jo. Geschafft. Großer Boomer. Wow. 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 Ich bin richtig gehypt auf diesen großen Boomerang. Gnadenstoß. Ich werf mal die Meisteraxt dafür weg. Und nehme mal den großen Bumerang mit, weil der mehr Damage macht, auf jeden Fall. Und auch gut was aushält. Hui! Hallo! Du hast meine Prüfung gemeistert. Die sagen immer dasselbe. Ciao! Einfach überspringen. Ist mir egal. Ne? Ich habe immer dasselbe. Ich habe gemeistert, dann verschwendest du und lässt mich einfach allein. Das war, weil ich gerade traurig war. Sorry. Ich glaube, nichtsdestotrotz, auch wenn ich mehr Herzen brauche, um zum Beispiel das geile Schwert, was wir gefunden haben, das Schwert des Helden zu ziehen. Leute haben geschrieben, glaube ich, so um die 13, 14 Herzen benötige ich. Auch wenn ich so viele brauche, werde ich, glaube ich, erst auf Ausdauer gehen. Dass ich wenigstens einen Ausdauerring
voll habe. Das ist, glaube ich, eine gute Sache. Kann ich nicht da auf das Ding klettern? Komm schon. Nö. Oh, das war knapp, Mann. So. Pony, ich komme. Ich komme, um dich zu holen. Du bist mein Pony, ich hab dich lieb. Monty, ich hab dich gestohlen. Denn deine Familie vermisst dich jetzt sehr. Oder so. Ja, fein. Ihr habt mich so vermisst, Pferdchen. Ach, ja. So vermisst. Ich liebe dich einfach, Mann. Du bist einfach das geilste Pferd der Welt. Ich liebe dich, Mann. Mehr Streicheleinheiten für dich, Mann. Okay. Was ist da denn hier? Ein riesiger Fisch, der hier gestorben ist oder so? Den Turm, den werden wir uns auf jeden Fall noch gönnen, Leute. Den brauchen wir auf jeden Fall. Oh Gott, Mann. Oh Gott, SOS. Gib mir die Krabbe. Ausdauerkrabbe. Ich will noch eine Krabbe, Mann. Komm in meinen Beutel. Ja, Mann. Krabben sammeln, Krabben sammeln. Meine Krabben, 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 Krabben. Danke, danke, danke. Was machst du hier eigentlich? Stehst du so einsam und guckst hier rein, ey? Er winkt. Oh. Nicht übel. Dein Körperbau. Und du scheinst mit schweren Bogen umgehen zu können. Möchtest du vielleicht den Jigger-Bande beitreten? Die Jigger-Bande? Oh. Was? Nie gehört? Oh, war ja. Aber gut, ich erkläre dir, was die Jigger-Bande ist. Eine kampferprobte Truppe um Meister Koga, die dem Helden Einheit gebieten will. Dein Leben gehört mir. Hacker! Hacker! Putz, putz! Huhu. Was zur Hölle? Schwertbananen. Diese Frucht wächst hauptsächlich in den Wäldern von Firone. Das Fruchtfleisch verstärkt den Körper, die Körperkraft. Gekocht verstärkt sie diesen Effekt noch. Was? Gekocht verstärkt sich dieser Effekt noch. Okay. Grüner Rubin, ein einzelner Rubin. Na. No. Kopfsammler. Okay, brauche ich jetzt nicht unbedingt, ne? Was war das dann für ein Heini? Leute, da kam der da richtig aggressiv, weißt du? Was war das denn für einer? Mann, Mann, Mann. Das kann doch nicht sein. Der wollte mich ganz klar tot sehen, aber das will ich nicht. Kleiner Spoiler, ich möchte leben. So. Kleiner Turm, du möchtest doch erklommen werden, das weiß ich doch. Das weiß ich doch. Schrein in der Nähe. Meint er den da hinten oder was? Geh nicht ins Wasser. Nein, nein, nein. Auch wenn du ein feines Pony bist. Was ist das? Ah, wo geht's denn da wieder überall hin? Da hinten ist auch noch irgendwo ein Turm. Lass ich mein Pferd hier erstmal stehen. Oder nehme ich es nochmal mit? Komm mal ran hier. Ganz vorsichtig. Oh, oh. Nein. Oh, ganz ruhig, ganz ruhig. Alles gut. La, 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 la. Was? Wer zur Hölle singt da? Wer bist du denn? Oh, du da. So, warte doch. Hier, hier drüben. Wer bist du, Mann? Ah, ist das eine Zora? Oh! Auch. Schön, dich kennenzulernen. Mein Name ist Taka und ich bin ein Zora. Du bist ein Hyjana, oder? Bist du doch, oder? Ja, das bist du. Du bist unsere Rettung. Sidon, der Prinz der Zoras, sucht schon seit Tagen händedringend nach einem Hyjana. Er müsste gerade irgendwo bei der Ingrogo-Brücke sein. Du musst sofort zu ihm. Halt, halt. Verzeih, ich kann dich natürlich nicht zwingen. Dann wiederum, vielleicht sollte ich dich zwingen. Ich tu's, ich zwinge dich. Geh zum Prinzen sofort. Okay.
Prinz Sidon befindet sich dahinter, bei der Ingogo-Brücke. Folge dem Zora-Fluss stromaufwärts. Okay. Nice. Ey, Leute. Liliana, ich verlasse mich auf dich. Wir haben die Zora gefunden. Oh, wie geil ist das bitte? Oh, wie geil ist das bitte? Wir haben die Zora gefunden. Oh Mann, das ist so aufregend. Oh Mann. Oh Gott! Beschossen, beschossen, Entdeckung! So, da hinten ist noch ein Schrein. Den würde ich gerne noch machen eigentlich. Einfach damit der nicht da rumsteht. Das macht mich nämlich persönlich immer kürre. Hab dich. Wollen wir zuerst auf den Turm oder zuerst zum Schrein? Das ist jetzt die Frage. Nicht anzünden. Böse. Röstbarsch. Hm. Yummy, yummy, yummy. Okay. Leute, aber hier an der Stelle muss ich leider erstmal sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder von Zelda. Danke wieder fürs Zusehen und euch noch einen schönen, schönen Tag. Ciao, ciao, ciao. Und ich hoffe, die Folge hat euch natürlich gefallen.